Radio Hamburg TV. Und bei uns ist live im Studio HSV-Trainer Thorsten Fink. Thorsten, nochmal schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind heute Morgen live bei Radio Hamburg. Der HSV nimmt Sie beruflich sehr in Anspruch, das wissen wir als Trainer. Wir wollen etwas mehr über Sie erfahren. Ich fange jetzt Sätze an und Sie beenden die Sätze. Okay. Okay, also. Lachen kann ich über? Ja, über mich selbst. Okay. Auch über meine Kinder. Die sind sehr, sehr witzig. Wenn ich mal abschalten will. Ja, dann gehe ich mit meinem Hund spazieren. Das ist für mich das, wo ich am besten abschalten kann. Ja. Meine zwei Söhne, über die ich sehr lachen kann, wie wir gerade gehört haben, ärgern mich aber auch am meisten, wenn sie... Wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Dann muss sie nochmal beschäftigt werden und der Papa ist kaputt. Und ja, aber natürlich müssen wir auch was zusammen machen. Aber natürlich. Sie sind dann immer so aufgedreht und dann bringen sie manchmal schlechte Nachrichten mit aus der Schule. Dann ärgern sie mich. Beim Abpfiff nach dem 2:9 in München habe ich gedacht... Ja, was soll ich da gedacht haben? Also eigentlich war ich völlig fertig und habe gedacht, was war nun heute los? Was hast du falsch gemacht? Weil man hinterfragt sich natürlich selber immer, was hat man in der Woche falsch trainiert? Oder hat man der Mannschaft was Falsches gesagt? Haben wir, was hat die Mannschaft jetzt, wie kann ich die Mannschaft wieder aufbauen für nächste Woche? Das sind immer meine ersten Gedanken, weil das ist klar, man muss es erklären, warum das so zustande gekommen ist. Man muss aber auch die Mannschaft aufbauen für nächste Woche. Man kann nicht nur draufhauen, dann werden sie danach nach einer 2:9 Klatsche nicht unbedingt die Leistung abliefern am nächsten Wochenende. Ja. Nächste Saison wird der HSV das Ziel haben, die Europa League zu erreichen. Der FC St. Pauli ist für mich ein Kultclub. Aber natürlich ein großer Konkurrent, weil das in der eigenen Stadt ist. Das ist also der größte Konkurrent, das ist ganz klar. Und für uns ist es klar, dass wir immer über St. Pauli stehen müssen. Die Gehälter von HSV-Profis sind? Ja, sind so, wie sie sind. Was soll ich über die Gehälter der Fußballer reden? Wir wissen alle... dass es schwierig ist zu sagen, das ist gerechtfertigt oder nicht. Also aber man braucht nicht unbedingt im Fußball, es muss ja irgendwo reinkommen und der andere wird es verdienen. Also ist nicht so, dass hier beim HSV alle mehr verdienen als bei anderen Bundesligisten. Und Angebot und Nachfrage, daraus ergibt sich natürlich das Gehalt. Ich denke immer, als Fußballprofi braucht man wahrscheinlich keinen HSV, keinen Paragraph 5-Schein, wenn man eine Wohnung sucht. Aber man muss natürlich auch jede Menge über sich ergehen lassen, wenn man mal nicht so gut spielt. Also im Grunde... Ja, ich denke, der eine oder andere könnte... natürlich meiner Meinung nach mehr Leistung bringen für sein Geld, das ist ganz klar. Ja. Aber das immer so hinzustellen und sagen, hey, der ist jetzt schlecht gerade und der verdient so viel und so, das ist, finde ich, auch zu einfach. Aber wir verlangen viel und wir werden sicherlich in den nächsten Jahren darauf schauen, welcher wirkliche Führungsspieler denn auch das verdient hat.